Mike in Asania. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid wohl auf. Ich für meinen Teil, ich habe Rufbereitschaft. Demnach leider nicht so die Zeit für Streamen, außer morgens. Und demnach habe ich gedacht, ich mache euch mal ein YouTube-Video. Wir hatten heute ein sehr, sehr interessantes Game on Stream. Und ich habe gedacht, ich kommentiere das mal so ein bisschen. Ich habe, glaube ich, mit 5 oder 6 Viewern zusammengespielt und ich hatte, also ich fand, das war das interessanteste Match und ich kommentiere das heute mal so ein wenig. Ich gehe für den Rek'Sai. Wenn ich das so richtig im Kopf habe, war das mein zweites Match. Ich versuche gerne auf Lulu zu gehen am Anfang, einfach weil ich übel Bock habe, Yordle zu spielen. Aber Lulu wird mir meistens weggepickt und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach das nächste. Und dann habe ich mir halt die Rek'Sai gepickt. Rek'Sai ist ein super guter Starter aus zwei Aspekten. Einmal, ihr könnt damit halt richtig geil Assassins enablen. Assassins aus dem Grund, weil ihr kriegt relativ schnell im Early, meistens sogar, oder wenn ihr lucky seid, halt sogar die ersten drei Einheiten direkt Void. Das ist Kassadin, das ist Rek'Sai und das ist Kha'Zix. Mit Kha'Zix sowie Rek'Sai die Einheiten, die elementaren Einheiten, die ihr versucht auch hoch zu pushen. Später werdet ihr den Kassadin versuchen zu einem Sugar zu upgraden und um da halt noch den Brawler-Bonus halt mitzunehmen. Ich gehe jetzt hier für den Standard. Ich habe jetzt hier, wie auch gerade auch erklärt, halt direkt einen 3er-Volt-Bonus mitgenommen. Jetzt die erste Runde. Klar kann ich den nicht mitnehmen, weil man kann nur zwei Minions auf dem Feld haben und ja, währenddessen spectate ich mir eben ganz kurz, was die anderen bilden, um nachzugucken, okay, geht jemand auch auf dem Bild, also geht auch jemand auf Voids into Assas, damit ich gegebenenfalls hier auf was anderes picken kann. Ich habe hier noch, ich sag jetzt mal, drei andere Optionalen, das ist halt Mordekaiser, Garen und Nidalee. Die synergieren in keinster Weise miteinander. Garen und Mordekaiser kann zu machen, das Ding ist halt, da ich jetzt ja eh schon die Void-Combo enabled habe, stecke ich auch damit. So, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Dritten werde ich wahrscheinlich Kha'Zix wieder reinpacken, genau. Und meistens mache ich das so, dass ich halt noch drei weitere Einheiten kaufe. Ich werde im Stream relativ oft gefragt, warum ich das tue, speziell wenn ich, wenn man damit dann nichts anfangen kann. Das liegt einfach daran, dass ihr die aus dem Pool nimmt. Und wenn ihr diese aus dem Pool nimmt, können erstens die anderen es mit einer, ich sag jetzt mal, geringerten Chance wiederbekommen. Es sind pro Level einer Einheit tatsächlich nur, ich glaube, 39 Einheiten im Spiel. Ihr nehmt jetzt gerade, beziehungsweise ich nehme jetzt gerade drei Nobles raus. Plus habe diese dann auch, falls jetzt in diesem Moment jemand zufälligerweise doch noch auf Voids geht oder ähnliches, dass ich dann halt eine zweite Kombi in der Hinterhand habe. Aber in der Regel will ich in erster Linie den Leuten das wegkaufen, damit die es nicht nutzen können und ich habe eine höhere Chance auf die Minions zu bekommen, beziehungsweise die Einheiten zu bekommen, die ich auch wirklich brauche. Jetzt habe ich gerade einmal geguckt, habe die Ash kurz mal gehovert. Das hat mich selber gewundert, weil es ist, glaube ich, eine 0,5% Chance mit einem neuen Patch, dass man Ash zieht auf Level 3. Und deswegen habe ich mich so extrem gewundert. Ich spiele gerade noch so ein bisschen mit dem Gedanken, okay, gehst du eventuell doch wieder auf Noble? Einfach aus dem Grund, Noble kannst du später auch gut mit Ranger kombinieren, beziehungsweise du kannst auch am Anfang drei Nobles spielen into Ranger, was ich sehr, sehr gut finde. Speziell, weil du dann auch halt Glacial reinpacken kannst. Glacial schön mit Sejuani, die auch halt Knight ist, sprich, das synergiert richtig gut mit Garen, das synergiert gut mit der Ashe. Und deswegen habe ich sie einfach mal mitgenommen. Das Ding ist halt, ihr könnt somit halt auch die Eve, die Cutter und die Rengar, falls wir jetzt nochmal aufs Assa-Lineup, falls wir nochmal aufs Assa-Lineup zurückkommen wollen, dass ich da eine höhere Chance habe, die zu bekommen. Und wahrscheinlich werde ich jetzt nochmal einen von den beiden kaufen. Ja, tue ich auch. Gut. Ich versuche das jetzt alles on the fly zu machen. Ich werde, also das ist alles schon recorded worden, wie gesagt, alles on stream. Und ich versuche das jetzt halt, jeden Move von mir, so gut es geht, zu kommentieren. Jetzt habe ich hier gerade was Interessantes gemacht. Ich habe jetzt gerade ein paar Einheiten verkauft. Das liegt einfach daran, weil ich die Economy mitnehmen möchte. Shen habe ich hier eingepackt, weil man kann auch Ninjas mit, man kann auch Assassinen mit Ninjas spielen. Meines Erachtens auch die Stärke-Variante. Meinungen gehen da aber auseinander. Und ich bin jetzt gerade bei 9 Gold, wie ihr seht. Und 9 Gold einfach aus dem Grund, falls ich jetzt gewinne, habe ich eine höhere Chance, die eine Einheiten
in dem Sinne Kha'Zix und halt Kassadin zu ziehen. Und wenn ich verliere, verkaufe ich jetzt die Fiora und bin neue 10 Mana. Zack. 10 Mana sage ich immer, 10 Gold. Entschuldigung. So, Early Game, ziemlich beschissen. Wir haben, das habe ich nicht richtig hingeguckt, aber ich meine, wir haben gar keine Einheit geupgradet. Wir haben den Kassadin als Doublette. Das ist auch nicht so gut, weil den Kassadin wollt ihr so oder so früher oder später rausnehmen. Und von den Assassinen ist jetzt auch gerade keine Spur. Das Einzige, was man jetzt gleich noch einbauen könnte, ist halt der Shen. Hat einen Ninja-Buff, ist relativ tanky und mehr habt ihr da auch jetzt gerade nicht. Ich habe einen Kassadin gezogen, das ist relativ schön. Auch wieder stabiles Memory hier wieder im Start, auch mit zwei Tristanas, die ich sowieso nicht einsetzen werde, aber ne, damit ihr das mal euch angucken könnt, wie alt so ein Match auch mal aussehen kann. Wenn ich mir sowas angucke, hier rechts, zwei mit 100, einer mit 96, einer mit 95, beziehungsweise zwei mit 95, die haben wahrscheinlich einmal verloren und die anderen beiden unteren haben wahrscheinlich jede Runde jetzt Klatsch bekommen. Und gucken wir jetzt mal, wie es jetzt ausschaut. Wir spielen jetzt gerade gegen den Vorletzten. Der Vorletzte hat jetzt bereits einen Wildbuff plus 2. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Blitzcrank auch eine 2-Einheit ist, aber halt der Graves ist auf Level 2 und wir verlieren natürlicherweise haushoch, weil den Ninja-Buff, den wollt ihr halt kombinieren, am besten mit einem Carry. Sowas mit einer Akali am besten. Manchmal auch ganz gerne ein Zed, aber nicht nur mit einem Shen. Shen ist ein Tank, der wird mit dem Ninja-Buff halt nicht so viel rausholen können und ist zwar schade Schokolade, aber naja, Leben ist hart. So, erste Auswahlrunde, erstes Rondell. Wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, Zed, Katarina und Rengar zu picken. Ich denke mal, wir gehen auf Rengar. Genau, einfach um die Assassine mitzunehmen. Wir hätten natürlich auch für die Rek'Sai gehen können. Rek'Sai mit Tears ist natürlich auch ganz nett. Das Ding ist halt, ihr solltet da echt versuchen, auf die Assassine euch zu fokussieren. Rek'Sai wäre aber auch, wie ich gerade gesagt habe, ein guter Call gewesen. Wahrscheinlich sogar der bessere Call, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Weil ihr habt halt, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Assassine es gibt. Ich glaube, 7 oder 8, keine Ahnung. Und davon werdet ihr demnach halt nicht alle immer reinpacken. Und Rengar, also bei mir ist es zumindest so, als ich jetzt die letzten Tage Assa gespielt habe, da war meistens Rengar, Eve oder Katar draußen. So, ich habe mein erstes Upgrade, Kassadin, ist jetzt nicht gut, aber auch nicht unbedingt schlecht. Hauptsache erstmal ein Upgrade haben, das ist schon mal nice. Jetzt bin ich mal gespannt, packe ich den Rengar rein? Ich packe den Rengar rein, ja, kann man machen. Ist wahrscheinlich auch hier die bessere Wahl vom Shen, ist jetzt debatable, aber ich denke mal, das macht sogar Sinn. Ist halt eine Dreier-Einheit zu einer Zweier-Einheit, plus er hat halt den großen Vorteil, dass die Leute, die in der Backline sind, wie jetzt zum Beispiel jetzt hier die Vayne, die sich so ein bisschen in Sicherheit ragt, dass man die halt relativ schnell kaputt machen kann. Jetzt haben wir natürlich Pech gehabt, der Gegner von uns hat das relativ gut hingestellt, sprich hat da einmal gecornert, sprich meine Assassine hatten gar nicht die Möglichkeit, auf die Vayne zu hopsen. Jetzt ist natürlich komplett terrible. Der Garen mit dem Noble Buff wird von Rengar und ich weiß jetzt nicht, wer der Linke war. Ich glaube, das war Rek'Sai, gefokust und demnach verliere ich den Fight. Ja, bis jetzt alles in allem relativ bescheiden. Sind Vorletzter, läuft alles andere als gut. Falls euch das aufgefallen ist, ich habe bis jetzt nicht ein einziges Mal upgegradet. Und das mache ich da deswegen, weil ich so ein bisschen auch auf Economy gehen möchte. Revolt habe ich auch nicht, weil ich glaube, das lag daran, dass ich am Anfang eine Runde getiltet habe, weil ich mit Revolt nichts bekommen habe, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich glaube, das war der Fall, dass ich Yordle gespielt habe und hatte 5 Yordles, ein Klassiker. Genau, wollte einfach nicht kommen und habe gesagt, okay, scheiße auf diese Runde, spiele ich jetzt mal komplett ohne Reroll oder mit wenig. Kann man beides machen. Ich habe die Erfahrung bei Autogess gemacht, dass Reroll eher tödlich ist, weil ihr werdet trotzdem, selbst wenn ihr rerollt, nicht so oft eure Einheiten bekommen, die ihr wollt. Selbst wenn ihr aus der Hölle rerollt. Und demnach bin ich nicht so der Fan von Reroll. Ich bin da eher so der Typ, der für Economy geht. Ist meines Erachtens solider. Im Allgemeinen, TFT ist darauf aufgebaut, dass das Early Game deutlich entscheidender ist als zum Beispiel bei Autochess oder bei Underlords. Bei den beiden anderen ist das halt wirklich so, es gibt halt 3 Stages im Game, es gibt halt Early, es gibt Mid, es gibt Late. Und jede einzelne Stage kann das Game komplett anders aussehen. Und bei TFT ist das ein bisschen anders. Da ist es tatsächlich meistens so, dass
Ganz kurz einmal, muss ich mal gucken, was ich hier mache. Ich glaube, ich werde hier nicht upgraden, um die Economy mitzunehmen. Werde aber auch, glaube ich, das nicht schaffen. Egal, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Bei TFT ist es tatsächlich so, zumindest habe ich die Erfahrung so gemacht, dass das Early Game sehr, sehr, sehr krass ist. Und sehr, sehr viel wichtiger als zum Beispiel in Auto-Chess und in Dota Underlords. Heißt, wenn ihr ein gutes Early Game habt, habt ihr eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr auch das Mid-Game relativ gut wegklatscht. Das ist bei den anderen nicht der Fall. Das hat unter anderem, glaube ich, was mit Composition zu tun, wie die Lineups halt im Late-Game sind und wie die halt im Early-Game sind. Also mir fällt jetzt spontan kein Lineup ein, was halt so wirklich kacke ist im Late-Game, was halt auch im Early-Game relativ reinknallt. Ja, wie jetzt gerade auch gesagt, Terrible PvE-Runde nicht zu schaffen, ist super bad. Ohne Mist, darf euch eigentlich nicht passieren. Ist tatsächlich auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich gar keinen Finish-Stein geschafft habe. In der Regel schaffe ich mindestens zwei, wenn nicht sogar alle. Da liegt aber auch daran, dass ich halt, ja, wenn man sich das mal anguckt, nur ein einziges Upgrade auf dem Feld habe. Ja, ich glaube, jetzt kriege ich, glaube ich, zu viel und reroll mal, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. 40 Mana ist natürlich sehr, sehr gut, aber bringt halt nichts, wenn ihr halt schon 37 HP euch abgezogen bekommen habt. Ne? Das ist halt nicht so cool. Lineup sieht bis jetzt ganz scheiße aus. Was ich auf der Bank habe, ist aber relativ nett. Ich habe halt schon drei Ninjas. Mir fehlt jetzt nur noch die Akali und ich könnte rein theoretisch den 4er Ninja-Buff reinpacken. Was sehr, sehr gut ist. 4er Ninja-Buff solltet ihr immer nehmen. Selbst wenn es eine Einheiten sind. Wenn ihr die Auswahl habt, zu dem, was ich jetzt hier habe, ne, sprich 3er Void oder 4er Ninja-Buff, dann nehmt ihr natürlich den 4er Ninja-Buff mit, ne? Upgraded ist sowieso keiner meiner Assas. Das einzige Upgrade, was ich habe, ist eine Einheit, die wir sowieso später verkaufen werden, nämlich Kassadin. Und demnach könnt ihr guten Gewissens hier in Ninjas gehen, sofern wir es natürlich hinten. Ne? Ja. Kassieren gerade Runde, Round after Round. Items habe ich bis jetzt noch nicht verteilt. Ich sehe es gerade nicht so ganz. Ist, glaube ich, ein Bow, den ich habe. Eine Chainwrist und ich glaube Negatron. Ja, Negatron. Aber ich kriege jetzt endlich mal mein erstes Upgrade, das ist wunderbar. Also mein erstes richtiges Upgrade. Packe ich rein auf den Assa-Bonus, plus trotzdem Volt-Bonus, ist relativ nice. Plus halt Ninja-Buff auf eine Level-2er-Einheit. Ist zwar ein bisschen spät, aber immerhin etwas, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das jetzt weiterspiele. Ich habe es tatsächlich auch nicht mehr so ganz im Kopf. Das war heute Morgen. Wir haben jetzt ja knapp 4 nach 8, wo ich das jetzt hier recorde. Und demnach ist da auch... Sind da, glaube ich, 12 oder 11 Stunden vergangen, habe es nicht mehr so 100% im Kopf. Das ist natürlich ein guter Klassenunterschied, den wir jetzt hier haben. Nur Upgrades gegen 2. Wir kriegen allerdings das hin, dass wir den Duschen relativ schnell hier raushauen. Die Fiora könnten wir auch noch eventuell bekommen. Ah, der Schuriken gegen leider Naim. Aber wir kriegen trotzdem die Fiora weg und. Naja, man kann nicht mehr verlangen. Lineup von dem ist natürlich nicht. So, also wirklich, wenn man sich nur die Einheiten selber anguckt, nicht so gut wie unser. Aber er hat halt die 2 Einheiten und das carryt halt ultra. 2 Einheiten, auch gut gemeinter Rat an euch. Wenn ihr eine Chance habt, eine 2 Einheit reinzubauen und dafür einen Bonus zu verlieren, dann nimmt in der Regel, zumindest im Early Game, definitiv das Dings mit. Das Level. So. Gucken wir mal. Alles, was wir jetzt hier haben, ist natürlich auch wieder relativ schimmelig, aber naja, makes nothing. Gucken wir mal, wie wir jetzt hier als Gegner bekommen. 47%, während einer auch auf 100 ist und die anderen so im 80er, 70er Bereich, ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Heißt natürlich auch, dass halt die Gegner dementsprechend ein gutes Lineup haben. Also, ne? Jetzt hier, wir spielen jetzt gegen den... Wo ist er denn? Gegen den Zweitplatzierten. Hat eine Lulu mit GA, das habe ich auch im Stream angesprochen. Wundert mich, warum man Lulu einen GA gibt, aber naja, vielleicht hat er das aus dem Modell und hat deswegen draufgebaut, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall nicht das, worauf ihr gehen würdet, halt mit Lulu. Ne? Ihr wollt eher versuchen, was weiß ich, einen Sojin zu gehen, eine Günsis zu gehen, andere Items im Allgemeinen. Das ist deutlich besser. Jack, könnt ihr eher was anderes ballern. So, im Rodell gibt es eigentlich eins, was wir definitiv haben wollen, das ist die Akali. Zweite Pick wäre wahrscheinlich der Shurgard. Okay, wir gehen auch straight zur Akali, ist auch richtig. Jetzt haben wir den 4er Ninja-Bonus, das ist wunderbar. Wir werden demnach wahrscheinlich alles raushauen, außer den Kassadin. Aber bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Und dann haben wir nämlich den Void Buff nicht mehr, Rek'Sai, sowie Kha'Zix. Werden wir, glaube ich, raushauen. Ich bin mir jetzt noch nicht 100%ig sicher. Wobei, nee, gar nicht wahr. Wir werden wahrscheinlich 3 Assassine plus 4 Ninjas haben. Right? Right. Sprich, wir werden irgendein Ninja noch drinnen lassen. Ob das Kha'Zix ist, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal Shen und Ken wahrscheinlich reinpacken. Gucken wir mal, was wir jetzt hier machen. Akali ist drin. Wunderbar. Und jetzt bin ich gespannt. Ich, am schlausten wäre es jetzt, glaube ich. Nee, ich hätte, genau, noch ein bisschen umpositionieren, genau, so hätte ich das auch gemacht. Man kann das noch debattieren. Ist ein einer Kha'Zix mit dem Assa-Buff besser als ein Kassanin auf 2? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ist debatable, aber ich denke mal, wir haben das jetzt schon deutlich stärker gemacht. Also deutlich gut gespielt jetzt hier. So, und was haben wir jetzt hier? Der Zed, der geht gut an die Decke, muss ich sagen. Ken hat jetzt auch gerade sein Bestes getan. Und sieh da, wir haben unser erstes Match gewonnen. Ole. Akali habe ich, by the way, mit Phantom Dancer ausgestattet, weil sie ein, ja, das aus dem Modell bekommen hat. Und dann habe ich gesagt, okay, das Beste, was wir jetzt daraus machen, ist ein Phantom Dancer. Phantom Dancer ist auch an sich tatsächlich so ein bisschen unterschätzt. In my opinion. Phantom Dancer habe ich auch tatsächlich selber unterschätzt. Ihr könnt es halt auf alles bilden. Ihr könnt es auf Dedis bilden, ihr könnt es auf Tanks bilden. Ihr könnt es auf Bruiser bilden. Ich glaube, am meisten Sinn macht es tatsächlich sogar auf Bruiser. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Die anderen beiden Items, Negatron und Chain Rest, bald ich noch, werde ich jetzt noch nicht raushauen. Klar, fickt das ein bisschen mein Early Game, aber das Ding ist halt, ihr könnt aus einer Chain Rest GA bauen, ihr könnt aus einer Chain Rest, was könnt ihr noch aus einer Chain Rest, ein Thornmail bauen, vielleicht später für einen Shogard oder für einen Shen, mal gucken. Und was ihr aus Negatron machen könnt, ist ein Bloodthirster und den habe ich hier als relativ useful in Erinnerung. So, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ja, wird der Darius sich noch heilen können? Ja, wir werden, glaube ich, verlieren. Ja, aber ist auch nicht so schlimm. Tat überhaupt nicht so sehr weh, also ist auf jeden Fall verkraftbar. PvE-Runde kommt jetzt, wir gönnen uns halt erstmal die Wölfe. Ob wir jetzt umstellen, ist eigentlich bei Assassinen jetzt nicht so schlimm. Oh, ich habe das erste Mal gerade rerollt. Okay, das ist interesting. Ich werde wahrscheinlich Garen jetzt auch noch verkaufen. Dann den Shen rein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Shen nicht sehe. Doch, den Shen sehe ich. Gut. Kha'Zix ist drin. Würde ich jetzt reinpacken für Rengar. Genau, für Rengar. Wunderbar. Und den Shen habe ich jetzt auch geupgradet. Wunderbar. Also, wir haben jetzt tatsächlich 4 Upgrades. Gerade hatten wir nur 2. War eine gute Reroll-Runde. War auch bitter nötig, muss man ganz ehrlich sagen. Nicht, dass ich jetzt hier wieder die PvE-Runde reinscheiße. Wir haben eine Cardi auf der Bank, wir haben einen Ken auf der Bank. Wenn wir die beiden auf 2 haben, dann haben wir ein grundsolides Setup. Wir haben dann nämlich halt 4 Ninjas, die alle einen 4er Ninja-Buff haben und Level 2 sind. Das ist übel, übel huge. Nächstes die Large Rod, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich habe jetzt leider nicht meine Seite dafür, die ich halt benutze. Shame on me. Aber ich glaube, so tolle Sachen können wir daraus jetzt gar nicht bauen. Ich bin mir jetzt gespannt, ob ich mich dafür komplett entschieden habe, Voids zu lassen. Ich bin mir noch so ein bisschen unsicher, deswegen nehme ich Shogard dann doch mit, okay. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht mehr, wie das finale Lineup ausschaut, deswegen kann ich euch jetzt gar nicht hundertprozentig sagen, wie ich dafür bilde. Ich meine, es war 4 Ninjas, 3 Assas und 3 Voids, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Und wenn ich das gespielt hätte, Gott bewahre, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich meine schon, macht es Sinn, auf jeden Fall den Shogard hier zu kaufen und dann später für einen Kassadin auszutauschen. So, hier kriegen wir nochmal ordentlich aufs Maul. Ich glaube, jetzt hier ist der tiefste Punkt erreicht bei uns, ohne spoilern zu wollen, genau. Wir sind jetzt auf einem Punkt erreicht, wo man so sagt, okay, scheiße. Jetzt ist natürlich richtig die Kacke am Dampfen. Wir sind letzter Platz, 15 AP. Das nächste Rondell ist 3 Runden entfernt. Okay, jetzt ist fucking Game Over, zumindest nächste Runde. Und was ich jetzt wahrscheinlich mache, ist All-In gehen. Eve habe ich mich dazu entschieden, nicht zu gehen. Das ja, kann man machen. Jetzt, okay, ich gehe komplett überhaupt nicht für Eve. Das ist auch okay. Den Pike werde ich wahrscheinlich mitnehmen. Genau. Einfach nur, damit ich ihn habe. Den würde ich für Kha'Zix jetzt tatsächlich auch reinpacken. Und das wundert mich tatsächlich, dass ich jetzt nicht upgrade. Eigentlich kann man jetzt guten Gewissens upgraden. Oh, Double Rengar auch noch. Ich gehe für Shogard. Okay, gut. Ja, kann man auch machen. So habe ich halt den Void Buff.
Ich habe fast ein 2-2er Ringers, das ist sehr, sehr gut. Economy geht natürlich gerade ein bisschen gefickt, aber das ist komplett verkraftbar. So, und jetzt natürlich 3er Void Buff, 4 Ninjas, 3 Ashas. Das, was ich euch ja gerade erzählt habe, vor knapp einer Minute, passiert jetzt. Und ihr seht, ich rasiere ganz gut gegen den Strich. Selbst wenn ich halt keine einzige 3er-Einnahme habe. Ich habe sogar jetzt gerade den Nick rausgehauen. GG. Was tatsächlich auch bei TFT öfters der Fall ist, als bei Autochess und bei Underlords, ihr habt viel öfters 3er-Einheiten. Das ist super insane. Bei Autochess und bei Underlords, selbst in den höheren Rängen, ja, ihr habt da mal 3er-Einheiten, aber es ist echt nicht die Regel. Das ist echt eher ein Einzelfall. Was hier jetzt gerade bei im Hintergrund passiert ist, ich habe Akali Upgrade bekommen, was super, super huge ist, und ein Rek'Sai halt auch. Das habt ihr, da habt ihr zwei Vorteile durch. Erstens, Rek'Sai ist an sich eine bessere Einheit, plus ihr habt den Brawler Buff. Brawler Buff, übel nice. Ihr habt, ich glaube, 400 AP ist es flat einfach mal auf dem Rek'Sai mehr. Okay, und jetzt haue ich halt, weil ich halt low HP bin, auch mal alle Items raus, was vollkommen okay ist. Hätte ich auch vorher machen können, aber naja. Ne, man wartet ja immer noch am, bis zum Ende. So, auf jeden Fall, wir haben 400 AP mehr für den Shogard, wir haben 400 AP mehr für die Level 2 Rek'Sai. Das ist wunderbar. Ich gehe bewusst hier nicht auf Rek'Sai. Nevermind, ich gehe auf Rek'Sai. Aber, ja, okay. Ich gehe auf Rek'Sai, aber auch nur, um die 2 Units zu pushen. Also, ich werde bewusst jetzt keinen 3er Rek'Sai gehen. Es geht jetzt primär eher darum, dass ich halt, wie ich es euch am Anfang jetzt erklärt habe, dass ich 2 Einheiten, also die ich halt eventuell bilden möchte. Das wäre in dem Fall wahrscheinlich sowas wie Shen, kann ich mir gut vorstellen. Oder Pyke halt auf 3 knallen möchte. So, was haben wir jetzt hier noch? Ich habe Gnar genommen, hat 2 Gründe. Einmal, ich meine, da waren Yordle-Spieler dabei, wenn ich das so richtig im Kopf habe, dann nehme ich das weg. Plus Static zu haben, ist auch nicht schlecht. Ich glaube, wenn ich das so richtig im Kopf habe, werde ich es meinem besten DD, das ist in dem Fall Akali, geben und ja, hoffen, dass sie damit ordentlich reinkommt. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen das Scoreboard an. Ich bin immer noch ja, Vorvorletzter, nur einer ist unter mir, der noch nicht rausgeflogen ist, und naja, zwischen mir und Real Thermos ist so ein Quartiersunterschied von Punkten, das ist echt insane. Ich bin jetzt tatsächlich so ein bisschen verwunderlich, auf was ich jetzt gerade roll. Ich glaube, ich versuche gerade den Shogard hier zu finden. Ist rückbetrachtet gar nicht so der smarteste Move, weil für eine Einheit, für eine epische Einheit wohlgemerkt, so viele Rolls zu verschwenden, ist meines Erachtens nicht so wirklich worth. Ich denke, ich werde das gleich auch irgendwann realisieren und werde versuchen zu sparen, weil ich hätte die ganze Zeit einfach sparen müssen. Ich hätte die ganze Zeit einfach nur sparen müssen, damit ich relativ flott Level 7 pushe und eine Einheit mehr habe. Ich könnte zwar von den reinen Boni nichts Wirkliches mehr rausholen, außer ich kriege jetzt noch eine Spatula, der noch eine Einheit mehr umfällt, gerade mit dem Assa-Buff oder ähnliches, ist schon insane. So, und jetzt realisiere ich auch, okay, das macht eigentlich gar keinen Sinn, was ich hier mache. Verkaufe ich. Habe jetzt aber by the way ein bisschen gepanickt. Ich hätte einfach nur auf 10 lassen müssen und dann chillen. Jetzt habe ich das so gemacht. Kann man machen, ist aber eher semi-optimal. Jetzt gehe ich halt wieder für Rewards und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, warum ich das tue. Also da hätte ich echt sparen müssen. Okay, ich habe jetzt zwar den Sugar bekommen und ich habe tatsächlich noch auf 10 Mana Schluss gehabt, aber das war mehr Lack als Verstand. Gut. Wenn ihr jetzt mal euch anschaut, die Matches an sich, ja, wir sind jetzt auf 15 AP, aber die Matches, die wir spielen, hauen wir in einer Tour sehr dominant durch. Wir haben jetzt gerade Nick rausgehauen, Real Bondler bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, diesen Zeilen Nummer 2 haben wir auch ordentlich AP reingeknallt. Ja, und jetzt spielen wir gerade gegen Erstplatzierten und jetzt achtet mal, wie die Fights ausgehen. Das ist der erste Platz, das müsst ihr euch mal wirklich vor Augen halten. Die Akali halt einfach gerade schön gewone-shottet. Lulu wird jetzt zwar ein CC rausbekommen, aber jetzt gleich kommt dann der Sugar CC und dann ist sowieso Game Over. Und ja, den ersten Platz haben wir mal eben ganz kurz deleted. Und der hat 88 AP, ja. Und hat jetzt nur noch 61. Sage und schreibe, 27 Damage hat er gerade vom offiziellen letzten Platz bekommen. Also ihr seht, ja, Losing Streak kann auch okay sein. Es werden die Gegner euch teilweise unterschätzen, teilweise werden die sich nicht nach euch positionieren und teilweise werden die auch gar nicht auf dem Schirm haben, dass ihr auf einmal so ein Powerhouse habt. Aber Bank,
ja, macht sich gerade so ein Dreier-Ringer gemütlich. Ich werde das jetzt wahrscheinlich nur so machen, dass ich vermutlich die PvE-Runde noch abwarte, danach noch in irgendeiner Weise versuche, nicht zu sterben. Und danach werde ich versuchen, einen der Rengars reinzubekommen oder sogar den Rengar auf 3 reinzubekommen. Das wäre natürlich übel huge. An sich ist das Lineup aber jetzt schon sehr, sehr gut. Ah, gucken wir mal. Ja, erster Geier ist natürlich direkt geplatzt. Wunderbar, mal gucken. Und ein BF-Sword. Ah, kann man jetzt gerade relativ wenig mitmachen. Im Übrigen auch gerade ein schönes Beispiel, wie wenig Items wir bekommen haben, wenn ihr euch mal so überlegt. Ich glaube, es gab jetzt zwei Rondellrunden oder drei? Ich glaube, es gab sogar drei, oder? Ja, überlegt mal. Da kriegt ihr immer ein Item. Bei mir war es sogar so, dass ich ein volles Item bekommen habe, nämlich Static. Und ich habe jetzt insgesamt bei Stage 5.1 habe ich gerade mal vier Items. Das ist super, super, super unlucky. Naja. Gucken wir mal. Manchmal habt ihr halt so Runden, müsst ihr das Beste draus machen. Heulen bringt da nichts. Und ich denke mal, ich werde der Akali das BF-Sword geben. Was in der jetzigen Stage okay wäre. Aber ich glaube, ich poker noch so ein bisschen. Weil, wie ihr seht, der Rengar hat eine Tears. Sprich, es wäre ein Chojin, wenn ich das bis dahin überlebe. Das wäre natürlich grandios, wenn dies passiert. Aber wie ihr seht, die Runde sieht jetzt gerade noch so ein bisschen durchwachsen aus. Sterben werden wir auf jeden Fall nicht, weil der Shen jetzt auch stirbt. Und gewinnen wir das eventuell sogar noch? Ja, wir gewinnen sogar noch. Okay, chillig. Ja, da mein Poker auf jeden Fall, also mein Pokering ist da auf jeden Fall gerade ganz gut aufgegangen. Wir haben jetzt 20 Gold und fehlen 34 Gold, damit wir auf Level Up kommen. Sprich, das wäre jetzt noch eine Runde und demnach alles noch machbar. Ihr hättet dann halt echt eine Einheit mehr. Aber nicht nur eine, also nicht nur eine Zweier-Einheit mehr. Ihr habt eine Zweier-Einheit dann mit Chojin und Asa-Buff mehr. Das ist dann schon relativ stark. Wir haben uns jetzt auch gerade in einer Tour bei Way vom letzten auf den vierten Platz hochgeschlichen. Und der dritte Platz ist auch in greifbarer Nähe, ne? Also nicht schlecht. Alles in allem, darauf zu pokern, ihn zu bekommen, ist super dangerous, aber ich habe mich hier dazu entschieden, so zu spielen, als möchte ich gewinnen und nicht, als würde ich nicht verlieren. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Wenn ihr nicht verlieren wollt, geht euch irgendwann die Luft aus, ne? Zum Beispiel hätte ich jetzt die ganze Zeit rerollt oder so, dann hätte ich irgendwann keine Kohle mehr gehabt, wäre scheiße. Und jetzt mache ich das halt so, dass ich für den Win gehe. Sprich, ich gehe High Risk, High Reward. Habe jetzt gerade noch mit 6 HP überlebt. Der Fight war super, super close, aber naja, besser als nix. Ja, und jetzt werde ich reinfahren in den Verein. Blip, 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 blip. Zack. Rengar, rein, die gute Stute. Ich werde jetzt wahrscheinlich die noch verkaufen, damit die Chance auf Rengar höher ist. Rengar ist nicht gekommen. Fitz Batman. Könnte der jetzt eventuell. Okay, den hätte ich eigentlich nicht verkaufen müssen. Und da ist der Rengar. Geil. Haben wir einen Dreier-Rengar auf dem Feld. Mit dem Chojin. Also quasi on top. Wir hatten jetzt gerade eine Runde davor, hatten wir eine ganze Dreier-Einheit nicht. Plus ein Assassin weniger. Plus Chojin weniger. Das ist ein übelstes Powerhouse, was wir jetzt gerade haben. Wir werden wahrscheinlich jetzt gerade einfach jedes verfickte Match easy, easy gewinnen. Ja, erster Tank ist gewonshottet worden, ne? Good luck in E-Sport. Rengar guckt sich oben mal die Vayne aus nächster Nähe an, hat jetzt seine Ulti. Ja, und in der Zwischenzeit hat mein Team einfach komplett alles deleted. Haben gerade den Drittplatzierten rausgehauen, sind jetzt demnach jetzt schon in der Top 3. Übel geil und das ist jetzt so ein Punkt, sofern ihr nicht ein Lineup habt, was super viel CC und super viel Burst hat, habt ihr einfach keine Chance. So einfach, ihr werdet jetzt auch gleich sehen, es gibt da, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, einen einzigen Fight, der war relativ close, aber ansonsten ist das alles sehr eindeutig. Ich rasiere die einfach komplett quasi in einer Tour durch, ohne spoilern zu wollen. Es ist ja eh mehr so ein informatives Video, dass ich euch erkläre, warum ich was so gemacht habe und wie ihr das eventuell gehen sollt. Später in Ranked wird es natürlich interessant. Weil da wird man wahrscheinlich halt versuchen, immer nur auf Top 3 zu kommen, um Ranking zu generieren. Also ich kann mir das so vorstellen, bei Auto-Chess und bei
Underlords ist das so, dass du. Wobei, Underlords bin ich mir gar nicht sicher, aber bei Autochess ist das so, dass die ersten vier Plätze aufsteigen, die letzten vier Plätze absteigen. So, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. Ich habe zu wenig Kohle, um in irgendeiner Weise nur über Level 8 nachzudenken. Upgrades bringt eigentlich auch überhaupt nichts. Der smarteste Move wäre eigentlich jetzt, die Gegner anzugucken und denen was wegzukaufen. Weil, was wollt ihr da upgraden? Das, ihr habt eine einzige eine Einheit, die werdet ihr so oder so nicht upgraded bekommen. Am wahrscheinlichsten ist, glaube ich, jetzt Dreier-Einheiten zu upgraden. Und wen wollt ihr nehmen? Ne? Weil, ich meine, ich glaube, die einzige Dreier-Einheit, wie ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ist Rengar, den haben wir bereits auf 3. Dann könntet ihr darauf spekulieren, den Ken auf 3 zu packen. Und das ist eigentlich nicht worth. Einfach aus dem Grund, weil Ken hat halt den Assa-Buff nicht. Ja, ihr könntet ihn als Ninja-Buff hoch pushen. Das wäre auch in irgendeiner Weise schön und cool und toll und Wahnsinn und sahnig, aber im Endeffekt, so wirklich das war, ist es auch nicht. Einen weiteren Assa reinzupacken, auch schwierig, weil wen willst du da reinpacken? Und, naja, die Chance jetzt gleich beim Item, den Funwender zu bekommen und demnach eventuell noch einen Assa reinzupacken, wird auch schwierig. Demnach heißt jetzt eigentlich nur noch Spray and Pray, ne? Ich meine, es läuft ja, wie ihr auch gerade seht, sehr, sehr gut. Ich habe eigentlich gerade nichts zu befürchten. Item-technisch echt super horrible die Runde. Early Game war auch super horrible. Die Upgrades haben einfach viel zu lange auf sich warten lassen. Also wirklich viel zu lange. Und, naja. Im Endeffekt wurden wir dann doch noch mit einer relativ guten Combo belohnt. Das Ding ist halt bei der Combo, und das haben mich auch schon viele im Stream gefragt, wenn ich Assa gehe, und Assas spiele ich super, super ungern, einfach weil die Anti-Fun sind. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht abkann, was super oft bei Assas der Fall ist, Assas sind ja alles Minis, und im Allgemeinen, wenn ihr Assa-Lineup spielt, das komplette Lineup, was ihr habt, ist Melee. Sprich, wenn der Gegner sich einfach zumauert und am besten noch hinten Ranges habt, dann könnt ihr nichts machen. Dann stehen die Einheiten einfach nur dumm rum, und das werden wir auch gleich auch ein, zwei Mal, glaube ich, sehen. Und deswegen spiele ich Assas eigentlich super ungern. Ich spiele sowas wie Yordle ist fun. Oder was habe ich heute gespielt? Demon ist auch relativ fun, hätte ich nicht gedacht. Bin ich Dritter mit geworden. Wurde ja jetzt auch gerade gebufft. Zurecht, by the way. Hab schon mit 6 Demons reingefahren. Hat dann leider nicht für den ersten Platz gereicht, weil ich meine, Upgrades haben da gefehlt, aber don't quote me on that. Und Assas ist halt, keine Ahnung, wenn nichts anderes übrig ist, dann gehe ich auf Assa. So, und das habe ich jetzt ja auch hier gemacht, ne? Also, Rek'Sai stand halt vor meinen Augen. Klar, nehme ich ihn mit, ne? Gerade wenn eine Lulu halt nicht zu fassen ist. Was kann man jetzt noch sagen? Beim Drake, ne, versucht einfach zu splitten. Der macht halt Splash-Damage. Versucht am besten, eure Tanks am besten mit CC vorne hin zu packen. Also Shogard. Shogard habe ich halt vorne hingepackt, einfach damit der seine Ulti direkt rausknallt. Also seinen CC. Dann habt ihr ja meistens halt genug CC, um ihn dann halt in einer Tour wegzuknallen. So. Wie sieht's jetzt aus? Ich glaube, ich werde wieder den Ken da hinten packen. Genau. Ich glaube, ich werde dieses Mal, weil eigentlich ist mein Positioning relativ, ich sag jetzt mal, geht so. Ich weiß tatsächlich jetzt auch gar nicht, warum ich da reroll, aber gucken wir mal. Wahrscheinlich, weil ich gemerkt habe, okay, es ist wahrscheinlich eh gewonnen. Es juckt eh nicht, was ich jetzt mache. Gönnen wir uns einfach mal so ein bisschen Rerolls für die, ne, ein bisschen die Spielesucht befriedigen. Ihr kennt's. Oh, da ist noch ein Ken, den werde ich wahrscheinlich kaufen. Ja. So. Kann man hier noch irgendwas erkennen, was man eventuell bei den Gegnern sieht, was jetzt nicht so gut ist? Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, hat der jetzt keine Kylie gehabt, oder? Der Thermos. Weil das ist halt auch der Grund, warum ich ungern Noble spiele. Also, ich hab's jetzt nicht gesehen, aber ich meine, er hatte keine Kylie. Und das ist halt, also für die Leute, die Autochess auch kennen, Nobles ist quasi genauso wie Goblins in Autochess. Sprich, oh, wird das eventuell doch noch ein Dreier kennen? Habe ich das falsch im Kopf gehabt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, Noble hat halt einen super heftigen Nachteil zum Yordle. Und zwar Noble ist von einer Legendary-Einheit abhängig, damit das Late-Game-Lineup, in dem Sinne halt die 6er-Kombo funktioniert. Und das finde ich halt an Noble
übel scheiße. Ich meine, wenn ihr Norbel hittet, cool, dann werdet ihr zumindest, also vorausgesetzt, ihr hittet es im Midgame, sehr viel Spaß damit haben. Aber Norbel, wenn ihr Kylie nicht hittet, super bad. Haben wir jetzt schon gewonnen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ah, er hat 1 HP, okay, eine Runde noch. Ja, was kann ich euch noch mit Weg geben? Das war jetzt gerade so ein bisschen informativ. Oh, Leute, ich habe halt wirklich den Dreier kennengelernt? Das habe ich legit nicht mehr im Kopf gehabt. Okay, cool. Ja, ich meine, macht auch Sinn, das, was ich gerade gesagt habe. Wenn es halt Sinn macht, im Late Game zu rollen, dann halt für Dreier-Einheiten. Eine Einheit werdet ihr nicht bekommen, da ist die Prozentchance zu gering. Ich glaube, dann kommt Epic, aber not sure, und danach kommt halt, ne, Green. Naja, aber ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen meinen Einblick geben, warum ich was gemacht habe. Dass halt ein schlechtes Early Game zwar super, super neckbreakend sein kann, aber ihr trotzdem noch gewinnen könnt. Und dass ihr euch von einem sehr, sehr schlechten Early Game auch definitiv nicht runterziehen lassen solltet. Das war so mein kleines Commentary zu dem Match. Und ich sage einfach mal, haut rein, lasst einen Daumen nach oben, Kinders, Kuss und man sieht sich. Tschüss.